So, Leute, sind wir beim nächsten Muster und diesmal machen wir ein Innistrad Mitternachtsjagd Foil Promo Pack auf. Deutsch ab 13 aus 2021. Und ich habe mal nachgeguckt, die Karten hier sind made in Belgium. Das ist nicht normal. Normalerweise kamen diese Promo Packs und diese Premium Promo Packs immer aus Amerika, Kanada, USA, wie auch immer. Und die sind made in Belgium. Das erklärt diesen komischen Booster, den wir hatten. Und auch die Qualität. Weil mir ist aufgefallen, die Printqualität von den Karten ist echt hoch. Was bist du denn? Geisterflammenreservoir. Dreimal Artefakt. Immer wenn du spontan zur Blechserei legst, kommt dann eine Ladungsmarke drauf. Und zweimal Tappen werden beliebigen, was die entfernen, beliebig viele Ladungsmarken. Und fügen am Ziel entsprechend viele Schadenspunkte. Okay. Für ein rotes, ein farbloses und X schicken wir die oberste Karte zum Text ins Ziel. Wir können sie im Zug spielen. Okay. Das Foiling ist nicht so krass, aber okay. Höllischer Griff in Foil. Ein schwarzes, ein farbloses, zerstörende Kreatur. Wir verlieren zwei Lebenspunkte. Schön, als Spontanz aber. Sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir noch Juan T. Halbblütiger. Ein Ophis-Räuber. 202-1. Wenn der... Also er kann nicht geblockt werden, solange er alleine angreift. Und immer wenn einem Spieler Kampfschaden zufügt, wage dich ins Gewölbe. Adventure in the Dungeon. Und ja... Ja, wir wissen alle, wie ich über D&D bis heute denke. Das war der größte Fehler, den sie machen konnten. Das Set war unendlich bad und sie hätten es einfach nicht in Standard drucken sollen. Gut. Das war Promo Premium Foil Promo Pack. Das heißt mittlerweile nur noch Foil Promo Pack. Das ist nicht mehr Promo Premium Pack. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.